Bei mir unser Capitano, Kevin Konrad. Ja, sauschwieriges Spiel, 2-0 unterm Strich gewonnen. Man kann eigentlich voll und ganz zufrieden sein, oder? Ja. So wollen wir das Gespräch immer beginnen. So, ja, also grundsätzlich, klar, dass es so schwierig wird, dass der Gegner tief stehen wird, das haben wir, denke ich, ja, oder das war jedem bewusst. Gerade auch nach dem Sieg letzte Woche gegen Saarbrücken haben wir doch schon Eindruck hinterlassen, denke ich, bei den Gegnern. Das haben wir auch heute gesehen, dass sie sehr defensiv gestanden sind, auf Umschalten spekuliert haben. Ja, deswegen haben wir gewusst, es wird ein Geduldsspiel. Dass natürlich dann über einen Elfmeter der Türöffner ist, dann haben wir gleich nachgelegt und dann hat es sich natürlich ein bisschen leichter gespielt. Ja, ich denke auch. Also der Elfmeter, vielleicht hätte es in der ersten Halbzeit ja auch schon einen geben können. Ja. Wer weiß, den haben wir in der zweiten Halbzeit einbekommen. Wir brauchen darüber ja jetzt auch nicht mehr reden. Von daher, wir haben 3 Punkte eingefahren, sind jetzt alleiniger Tabellenführer. War das für dich irgendwie vorstellbar, nach dem 7. Spieltag mit 3 Punkten vorne an Platz 1 zu stehen? Man macht sich ja Gedanken als Spieler. Wie geht es nächstes Jahr weiter? Wieder kein Aufstieg geschafft. Es wird nicht leichter und jetzt plötzlich nach 7 Spieltagen das. Ja, also ich denke, grundsätzlich haben wir von Beginn an eigentlich gesagt, dass wir die Tabelle außer Acht lassen. Also wir haben es letztes Jahr gesehen, da haben wir eine durchschnittliche Hinrunde gespielt, dann eine Wahnsinnsrückrunde, sind letzten Endes dann noch auf Platz 2 und in die Relegation gekommen. Deswegen wissen wir, dass jetzt auch noch am 7. Spieltag die Tabelle noch wenig Aussagekraft hat. Hinzu kommt noch, dass wir am 25. September erstmal noch abwarten müssen, was da in Frankfurt entschieden wird. Deswegen sind wir gut beraten und gehen das auch intern so an, dass wir einfach jedes Spiel für sich angehen, auch wenn es jetzt kein Phrasenschwein dasteht, aber es ist wirklich so, weil wir wissen nicht, was da rauskommt und bis dahin gilt es auf jeden Fall, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, deswegen gehen wir jedes Spiel neu an und ja, von mir aus kann es so weitergehen. Ich habe vorhin in der Kommentation schon gesagt, gegen Saarbrücken war irgendwie auf dem Papier schon ein Spitzenspiel. Nächste Woche in Haiger gegen den TSV Steinbach, auch wenn die jetzt heute verloren haben, ist es dann definitiv aber auch tabellarisch ein Spitzenspiel. Was können wir dort denn erwarten? Ich glaube, das wird ein bisschen eine andere Nummer wie heute, oder? Ja, also ich denke, in Steinbach ist grundsätzlich immer ekelhaft zu spielen. Also wirklich, die Truppe hat sehr hohe Qualität. Also wir haben jetzt schon ein, zwei Spiele gesehen, wo quasi unsere Gegner gegen Steinbach gespielt haben. Und die machen es schon sehr ordentlich. Und auf dem kleinen Platz dort oben sind sie eingespielt. Das wird für uns vielleicht ein bisschen schwieriger. Wir haben einen größeren Platz hier. Ja, wird auf jeden Fall ein Spitzenspiel, nicht nur tabellarisch, ich denke auch von der Intensität her. Wie fit seid ihr? Wie viel Körner hat der Pokalsieg gekostet? Ja, grundsätzlich hat er doch mehr Körner gekostet, als wir uns erhofft haben oder als gedacht hat. Ja, aber Gianni hat am Mittwoch durchgespielt, heute 60 Minuten, hat es gut weggesteckt. Hofi ist heute noch reingekommen, hat jetzt 90 gespielt am Mittwoch war es. Also haben wir jetzt auch mittlerweile, dadurch, dass der Verletztenstand ein bisschen runtergesunken ist, ja, genug Spieler auch auf der Bank, die wir einfach reinwerfen können. Jesse ist wieder fit, wo wir immer nachlegen können vorne. Ich denke, dass diese Woche Walle noch zurückkommt, der hat jetzt heute eine Pause gehabt. Also sind, denke ich, genug Körner vorhanden. Du als Kapitän bist ja auch so ein bisschen für die Mannschaft verantwortlich. Jetzt kommt so ein Hofrat, der steht schon da, den hören wir ja gleich, in die Mannschaft. Problemkind oder ganz easy zu integrieren? Ja, ist schon ein sehr schwieriger Charakter. Also ich habe in Chemnitz schon mit ihm zusammengespielt. War da schon nicht einfach. Also wir haben den dann auch rausgeekelt zur Winterpause. Hat er dann zum Glück einen Verein gewechselt. Habe eigentlich gehofft, dass ich nie mehr mit ihm zusammenspielen muss. Jetzt ist er halt hierher gekommen, gut, wir schleppen den schon irgendwie durch. Also kriegst du unter Kontrolle? Ja, das kriegen wir schon. Wer mal Spaß mit dem haben, also ich weiß ja noch nicht so. Ja, schwierig. Aber vielleicht schafft es der Waldhof, dass er vielleicht umdenken Kopf und dass er doch auch ab und zu mal lacht, weil ja. Wirklich sehr schwieriger Charakter, aber das werdet ihr schon noch sehen. Gut, dann vielen Dank für die offenen Worte. Connes, regeneriert euch schön, trainiert hart und dann sehen wir uns nächste Woche im schönen Haiger. In Haiger, Steinbach Haiger. So, ich gebe ab. Erstmal Glückwunsch, herzlich willkommen, wir haben uns ja eh schon gesehen. Marv, du musst erst den Profi überstehen, bis du zu einem Laienreporter wie mir darfst, weißt du? Hier ist Servus Marcel. Erstmal vorab, was sagst du zu dem Kommentar jetzt vom Konrad? Ja, ich glaube, ein bisschen Spaß gehört dazu. Kevin ist ein cooler Typ, wir verstehen uns gut, haben uns in Chemnitz auch schon gut verstanden und die Truppe ist generell gut drauf, hat mich gut aufgenommen und es macht einfach Spaß, hier zu spielen. Heute dein erstes Ligaspiel, leider nur von der Bank gekommen. Wie hast du das Spiel am Anfang noch von draußen gesehen? Wie siehst du das Spiel heute? Ja, ich fand eigentlich, dass wir die ganzen 90 Minuten das Spiel im Griff hatten.
Da Stadt Allendorf zu Chancen kommt, ist klar, dass wir nicht 90 Minuten alles verteidigen können, was zu verteidigen ist. Aber wir haben das Spiel eigentlich in keiner Minute aus der Hand gegeben und verdient 2-0 gewonnen. Du sagst, es ist ein schweres Spiel. Jetzt, wie schon angesprochen, Saarbrücken verloren, Homburg verloren, Steinbach verloren. Jetzt ist man alleiniger Spitzenreiter. Wie siehst du jetzt die Lage? Hat es schon eine kleine Aussagekraft oder eher eine am Ende? Ja, ich denke, wir schauen von Spiel zu Spiel und gucken, dass wir so viele Punkte wie möglich sammeln. Ich meine, wenn man sich die Tabelle anguckt, ist es natürlich gut für den Kopf und für das Selbstvertrauen. Aber wie gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen jedes Spiel punkten und dann gucken wir am Ende, was dabei rauskommt. Und du bist gut integriert worden, alles super gelaufen bisher, jetzt hat dich die Mannschaft gut aufgenommen. Ja, wie gesagt, also die Jungs sind alle super nett, haben mich gut aufgenommen, haben es mir echt leicht gemacht, hier Fuß zu fassen, sage ich mal. Und ich bin auch froh, jetzt endlich wieder in einem Verein zu sein und wieder auf dem Platz stehen zu dürfen. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Waldhof und eine gute Zeit. Dankeschön. So, bei mir Michael Schulz, heute verletzt vom Platz gegangen. Ich habe mir schon riesige Sorgen gemacht, was denn wieder sein könnte. Hast dir das rechte Knie, glaube ich, gehoben, wurdest vom Platz gebracht, noch mit dem Gegenspieler. Wir machen uns natürlich alle Sorge. Kannst du nächste Woche spielen? Yep.